Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, auch Hilde, willkommen hier auf YouTube. Ich grüße dich, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind nebenbei live auf Twitch, wundert euch also nicht, falls irgendwelche bunten Bilder hier durchs Bild fliegen. Ja, im Chat würde wahrscheinlich gleich wieder Baitbolzen oder sowas stehen, macht aber nichts. Ihr habt auf YouTube ja schon gesehen, dass es ein paar exklusive Szenarien gibt, die so ein bisschen ausgedacht sind. Wir gehen jetzt aber in die Rennwiederholung. Die Rennwiederholung ist nichts anderes wie die echte F1 23. Du kannst also den ganzen Rennkalender nachspielen. Du siehst ja hier auf der rechten Seite auch immer, wer ist Erster geworden, wer Zweiter, wer Dritter und so weiter. Und du kannst dich dann entscheiden für irgendein Team und du fährst den ganzen Grand Prix einfach nach. Das ist Möglichkeit 1. Was aber auch geht, ist, dass man halt sogenannte Rennmomente halt eben macht. Und wir fangen hier in Runde 1 an, in Bahrain. Und wir müssen mit Williams 14 Runden absolvieren. 14 Runden. Das Team muss mindestens einen Punkt erzielen. Williams hatte für Bahrain keine großen Erwartungen. Aber nach einem starken ersten Sinn ist Alex Albon 10. Und es sind nunmehr 14 Runden zu fahren. Nach einem schnellen Boxenstopp in der Virtual Safety Car Phase hat er mit guten Reifen die Chance, wichtige Punkte fürs Team zu holen. Also, wir müssen einen Punkt für Williams holen. Und das muss drin sein. Und das finde ich halt ganz geil. Neben der normalen Karriere, für die du dich entscheidest, kannst du halt jetzt auch hier gucken, wie es aussieht. So, mal eben gucken. Die haben alle harte Reifen. Wir haben hier rote und die hinten. Oh, das ist aber eine wilde Geschichte, ne? Rot, rot, weiß. Okay. Wie sind denn jetzt hier die... Es ist doch VSC, ne? Dann machen wir erstmal RS an. Puh. Also wir haben 3,5 Sekunden Vorsprung. Und dann kommt aber ein Dreierzug. Und vielleicht könnte es sinnvoll sein, sich an Gasly ranzuhängen. Weil weiter nach vorne kommen wir auf keinen Fall. Das könnte ich mir vorstellen. Wir pushen kurz voll rein und dann geht's los. Und hier würde ich fast sagen, wir pushen hier auch einmal kurz. Focus. Ist der Franzose? Geil. Focus. Oder ist das überhaupt? Vielleicht vertue ich mich da ja auch. So. Diese Helmkamera, ne, Leute, ohne Scheiß. Ich finde das wirklich eine erstklassige Ansicht. Ich könnte sie nur nicht das ganze Rennen über haben. So, wie man sieht, wird das auf jeden Fall nix. 2,8 Sekunden. Warum sind wir so viel langsamer? Okay, das war noch mit Outlap und so. Okay, das ist aber zu viel. Wir gehen einen runter, weil auf 5 werden wir nicht durchfahren können. Genau das gleiche hier auch. Wir machen mal so. Ist disabled? Ey, die Aussprache, ich finde das, ich mag sowas, ne? Wenn ich andere Leute höre, ne? Boah. Mal schauen, ob mit den Patches, Updates noch weitere Szenarien nachgeliefert werden. Also Rennmomente und sowas auf jeden Fall. Szenarien würde ich mir auch wünschen. Ich hätte da auch überhaupt kein Problem damit, wenn die, weiß ich nicht, nach 3 Monaten oder sowas 10 Szenarien rausbringen und wollen dafür 10 Euro haben. Würde ich okay finden. Natürlich, umsonst wäre geiler, gar keine Frage, hundertprozentig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es feiern, wenn es so wäre. Wir sind auf jeden Fall hier noch schneller. Was macht die Reifenabnutzung? Bis auf 3% sind wir dran. Haben die, glaube ich, mal im Livestream gesagt, dass die nur IRL-Sache machen? Gut, also das ist ja immer Stand von dem Tag, wo sie sind. Ne? Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal demnächst. Kann ja auch sein, weiß ich nicht genau. So, Dele. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt sind wir langsamer. Aber im September kommen ja, wie gesagt, auch die ersten
größeren Updates, sag ich mal, dass man das Team wechseln kann. Das wird zum Beispiel auch viele, viele Möglichkeiten eröffnen. Ich mach hier runter, das wird sonst zum Schluss, glaube ich, ein bisschen kritisch. Aber es hat auf jeden Fall nicht geklappt, an Gasly dran zu bleiben. Aber plus 5 Sekunden ist hier schon mal gut. Wir gehen mal ein bisschen vor, weil solange es zu Nodan nicht rankommt, ist bei uns alles blendend. Hätte es gerne in meiner Karriere jetzt schon. Das kann ich mir vorstellen, aber es ist ja zum Beispiel, also ich habe da kein Problem damit, wenn das erst im September kommt, weil ich habe bis September genug zu tun. Wie gesagt, die Szenarien haben wir. Wir haben die Rennmomente. Du hast die normale Karriere mit allen drum und dran. Ach du Scheiße. Ich habe hier gerade ja völlig, ja, gut, dass du was sagst. Das ist das Problem, wenn du am Sammeln bist. Ja, copy. Und gehst nebenbei, so verlieren wir hier bald noch. Eieieiei. Und ich wundere mich, warum der nicht rankommt, ne? Uiuiuiui. Ja, gut, ey. Gut, dass ich nebenbei noch auf Twitch live bin und der liebe Nils sagt mir, Marcel, das könnte ein bisschen kritisch werden hier. Tsunoda kommt natürlich jetzt ein bisschen ran. Aber wir haben jetzt auch wieder hochgestellt. So, 1,7 Sekunden. Wir werden hier jetzt nochmal ein bisschen verbessern. Wir gehen hier auch auf ausgewogen, hier auf neutral. Ne, hier ist der, bei Sargent ist der Reifen schlechter. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Na, ich habe auch geredet auf meinem Training 6 Liter und war auf 30% hart. Ui. Ja, das kann manchmal schon gut bestraft werden, sagen wir mal so. So, aber ich glaube, wenn uns jetzt nichts weiter passiert, sollte das eigentlich easy sein. Wir setzen ERS ein. Ich mache hier nochmal ein bisschen Druck eben. Aber wir haben hier 1,9 Sekunden. Tsunoda hat die besseren Reifen, ja, okay. Aber das sollte eigentlich passen. Aber es ist krass, ne? Wie im Real Life, ne? Verstappen hat einfach übertrieben viel Vorsprung, ne? Eieiei. Frosty schreibt gerade im Twitch-Live-Chat, oh nice, Teamwechseloption. Also jeden Monat das Team wechseln und alle finanziell ruinieren. Dann zum Wunschteam wechseln und alle abzocken. Also ich kann mir gut vorstellen, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, sag ich mal. Ne? Ja, und aufhalten wäre natürlich auch noch eine Option. Aber die Intervalle, die stimmen hier nicht ganz, würde ich sagen, ne? Oder ist da noch jemand zwischen uns? Ach, Verstappen ist da noch. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. Dann mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Achso, Boway, letzte Runde ist ja immer von dem Führenden aus gesehen. Wir müssen ja tatsächlich jetzt noch eine Runde fahren, lol. Aber warte mal, dafür ist doch... Genau, check and flag. Genau, wir haben's ja geschafft, nice. Dadurch, dass Verstappen Tsunoda überholt hat, sind wir ja safe, 10. Nice. Das haut doch auf jeden Fall hin. Inside schreibt gerade hier, ab morgen ist Watkins bei LFM. Wie, für nächste Woche oder was? Rein zufällig fahren wir Samstag natürlich Watkins Glen. Also Leute, wenn ihr das Video hier seht, wir fahren am 5. August 6 Stunden Watkins Glen in Assetto Corsa Competizione. Ihr müsst zu zweit oder zu dritt sein. Ihr könnt euch gerne hier unter dem Video melden oder am besten sogar auf Twitch vorbeikommen oder in Discord reinjoinen. Dann könnt ihr euch dafür anmelden. Und damit haben wir den ersten Rennmoment geschafft. Wir haben es gepackt, Leute, dass wir es direkt auf Anhieb gepackt haben. Besser als in den Szenarien vielleicht, je nachdem, wann ihr welches Video seht. Aber das ist doch schon mal geil, oder? Das ist fett. Mega. Mega. Verstappen gewinnt das Ding natürlich. Wir überspringen hier das Ding einmal. Genau, Williams hat, so wie erfordert, eben einen Punkt gemacht. Let's go. Nice. Und damit möchte ich mich bei YouTube verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Video oder halt eben auf Twitch. Ihr wisst Bescheid. Und ein Abo da lassen.
und ein Follow. Irgendwie so. Wenn ihr Bock habt. Bis demnächst. Bye, bye.